herzlich willkommen zum 20. Türchen des diesjährigen Planner Buddy Adventskalenders. Bei mir gibt es heute einen Jahresrückblick und ein Flip-Through über meinen Kalender, den ich in diesem Jahr geführt habe. Ich werde das Ganze so ein bisschen so mit Frage-Antwort machen. So habe ich das eigentlich jedes Jahr gehandhabt. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten. Gestartet habe ich 2022 nicht mit diesem Kalender, sondern mit einem Bullet Journal. Und so sah das aus. Ich hatte ursprünglich vor, wieder im Bullet Journal unterwegs zu sein, habe mir auch eine Jahresübersicht gemacht, so wie in jedem Jahr. Aber wie ihr seht, habe ich diesen Future Log, okay, eine Bucketlist habe ich gepflegt, aber ansonsten habe ich den Januar hier drin noch verbracht, allerdings auch nur mit dieser Monatsübersicht. Danach gab es noch eine halbe Februar-Monatsübersicht und dann habe ich für mich gemerkt, dass ich irgendwie in diesem Jahr nicht so richtig im Bullet Journal Flow bin. Und bin geswitcht. Ich wollte einfach mal was anderes, ein anderes System. Ich wollte nicht alles frei selber zeichnen und ausfüllen müssen. Ich wollte einen vorgedruckten Planer. Und da habe ich diesen hier benutzt. Das ist der Jolie Bullet Journal Planner. So heißt der, weil der eben auch Bullet Journal Elemente in sich trägt. Das seht ihr jetzt dann gleich mal. Und mit dem habe ich dann im Februar 22 begonnen und bin dann auch das ganze Jahr in diesem Kalender geblieben. Bullet Journaling ist für mich eigentlich einfach ein Notizbuch, wo man sich alles selber erstellt. Deswegen ist das für mich kein echtes Bullet Journal. Aber es hat eben einige Bullet Journal Elemente in sich und deswegen ist der halt offiziell, nennt sich der so. Wir blättern einfach mal ein bisschen durch. Wie auch im Bullet Journal gibt es hier in diesem Kalender eine Seite mit Zielen, die, so wie ich es auch immer mache, auf 4 Ebenen gegliedert ist. Die habe ich gefüllt. Dann gibt es natürlich einen Future Log oder halt eine Jahresübersicht. Die habe ich mehr oder weniger nur für Urlaub und Ferien benutzt, um hier meine und Geburtstage, um hier meine Eintragungen zu machen. Dann gibt es, was ich ganz schön fand, einfach schon viele vorgedruckte Informationen. Das war dann diese 2 Reisen, die wir in diesem Jahr oder die 2 längeren Reisen, die wir in diesem Jahr unternommen haben. Da war dann eine Packliste sozusagen. Die Seite habe ich nicht genutzt. Die Seite habe ich auch nicht genutzt. Hier hätte man Handlettering üben können. Und dann beginnt es mit dem Januar. Wie gesagt, den Januar habe ich eigentlich noch im Bullet Journal verbracht. Ich habe dann allerdings parallel dazu hier schon Termine reingeschrieben und habe die Seiten dann einfach nachdekoriert. Also ich habe mich einfach in diesem Planer viel wohler gefühlt als im Bullet Journal und habe dann immer, wenn ich Zeit und Lust hatte, noch ein paar Seiten dekoriert und hatte dann einfach wieder richtig Spaß an Wochendekos. Nicht alle sind gut geworden. Ich habe auch nicht alles nachdekoriert. Manche sind einfach leer geblieben oder fast leer geblieben. Aber insgesamt gesehen habe ich mich in dem Kalender sehr, sehr wohl gefühlt, weil einfach viel Platz für Deko war. Ich konnte auch mal ein Foto einkleben oder eine großflächigere Blume. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Aufteilung der Wochen fand ich sehr schön. Wobei ich diese Spalten hier eigentlich selten genutzt habe für Notizen oder so,
sondern eigentlich immer nur dekoriert habe. Ja. Ich habe ja im Juli, glaube ich, mal ein Video gemacht, da habe ich den Kalender gezeigt. Da war fast gar nichts dekoriert. Mit Dekorationen habe ich nämlich erst angefangen, so im Juli rum ungefähr. Davor waren einfach nur Termine drin gestanden. Und ich habe dann im Juli, habe mich dann das Ganze gepackt und ich habe angefangen, die vorangegangenen Wochen zu dekorieren. Wie gesagt, nicht alle Dekos gefallen mir. Hier zum Beispiel habe ich ein neues Washi ausprobiert. Das Washi finde ich sehr schön, aber insgesamt die Deko finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Ja, die Woche gefällt mir gar nicht. Aber auch solche Wochen muss es geben. Da war unser erster Urlaub in Portugal. Deswegen habe ich hier dann auch so ein bisschen urlaubsmäßig dekoriert und mit einem Foto. Hier gibt es dann auch eine Karte von unserem Hotel. Die habe ich dann hier so eingeheftet. Hier auch nochmal ein Foto. Ja, diese Seite habe ich gar nicht nachdekoriert tatsächlich. Die ist einfach so hässlich geblieben, wie sie war. Und mir ist da auch nicht wirklich was eingefallen, was ich dann noch dekorieren könnte. Genauso wie bei der. Die habe ich auch einfach so gelassen. Da habe ich mir so eine, ja, so eine Kosmetikserie bestellt und da war dieser getrocknete Lavendel dabei. Deswegen habe ich hier diese Karte eingeklebt. Das ist aber ja nicht wirklich Deko. Auch hier sehr sporadisch dekoriert. Ja, die gefällt mir auch nicht wirklich. Aber ja, das gibt es eben auch. Und auch die Schrift, es ist alles ein bisschen messy. Aber so richtig angefangen mit Wochendekos habe ich dann ab dieser Woche. Also da habe ich dann auch wirklich wieder mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und vor allem also auch tagesaktuell oder wochenaktuell dekoriert. Und weil ich so begeistert war, habe ich mir damals schon den Kalender für nächstes Jahr bestellt. Also das, so sieht der Jolie-Planner im Originalen aus. Ich zeige ihn euch mal. Also das ist der 2023, so sieht der aus. Und ja, ich habe aber eben das Cover geändert, weil mir das individuell besser gefällt. Da waren dann Sommerferien, da hatte auch ich wieder Urlaub, deswegen ja, wieder so ein bisschen hier mit diesem Streifen habe ich immer den Urlaub markiert, bisschen Unternehmungen und so ein bisschen urlaubsmäßig dekoriert. Da sind wir dann zu unserem zweiten Urlaub aufgebrochen, also zu unserer zweiten Reise nach Österreich. Da waren wir dann in dieser Woche. Ja, sehr rosa. Da erinnere ich mich noch dran. Da habe ich auch eine Wochendeko gefilmt von der Woche. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, genauso wie die auch. Da hat die Schule wieder angefangen. Deswegen gab es hier so eine kleine Schultüte für jeden. Genau, da habe ich auch wieder das Arbeiten angefangen. Nach dem 4 Wochen Urlaub, die ich hatte. Die gefällt mir auch ganz gut, die Woche. Die wieder etwas weniger. Und da wurde es dann schon so ein bisschen eher herbstlich. Ich liebe ja Herbstwochen zu dekorieren. Die gefällt mir so, naja, nur. Ich weiß noch, da habe ich auch eine Wochendeko gefilmt. Die gefällt mir wieder sehr gut. Die auch. Auch ein Video dazu. Die Halloween-Woche. Das war die Stempel-Challenge von der Jenny, wo ich mitgemacht habe. Auch dazu gibt es ein Video. Auch hier gab es ein Video. Und diese Deko ist in meinem ersten YouTube-Livestream entstanden, den ich wirklich sehr, sehr schön und sehr cool fand. Möchte ich auf alle Fälle auch nochmal wiederholen.
hat wirklich überraschend viel Spaß gemacht. Und ich finde auch, dass die Deko ganz gut geworden ist. Ja, das war dann die Deko von dem ersten Türchen, also von dem Adventskalender, wo ich die Happy Mail von Sissy bekommen habe. Dazu gab es, glaube ich, kein Video. Das habe ich einfach so für mich mal privat sozusagen dekoriert. Ja, da gefällt mir dieses Element eigentlich ganz gut mit dieser Treppe und dem Mädchen, was hier sitzt. Aber insgesamt finde ich, ist es doch ein bisschen voll geworden und ein bisschen unruhig fast. So, dann diese Woche. Da gab es, glaube ich, jetzt auch wieder ein Video dazu. So, und die nächste Woche, die habe ich zugeklammert. Ja, also diese Woche, die Weihnachtswoche, die zeige ich euch jetzt nicht in diesem Flipsu, weil dazu gibt es am Heiligabend noch ein Video für euch, wo ich die Weihnachtswoche dekoriere. Deswegen bleibt das noch ein Geheimnis. Ja, es wäre ja blöde, das vorwegzunehmen, dann ist ja ein bisschen auch der Spaß weg. Ja, und das ist jetzt die letzte Woche, die noch offen ist, die noch dekoriert werden muss, wo auch noch gar nichts drin steht, weil ich in der Woche tatsächlich Urlaub habe und es da wahrscheinlich auch gar keine Termine geben wird. Aber ich bin total ideenlos momentan, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Woche zwischen Weihnachten und Silvester dekorieren soll. Weihnachtlich möchte ich eigentlich nicht mehr dekorieren. Silvester fällt mir momentan auch nichts ein. Ich habe irgendwie weder Sektgläser noch irgendwas mit Feuerwerk oder sonstiges. Habe ich schon geguckt, habe ich in in meiner Schnipselkiste. Deswegen weiß ich momentan nicht so richtig, wie ich diese Deko machen soll. Ich möchte es allerdings schon noch dekorieren, weil es halt jetzt auch einfach die letzte Woche in diesem Planer ist. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielleicht fällt ihr euch irgendwas ein. Ich dachte schon, vielleicht irgendwie Luftballons, wobei Luftballons finde ich eher zum Geburtstag passen als wie zu Silvester. Aber gut, also die bleibt jetzt, solange mir nichts einfällt, erstmal noch offen und wir haben ja auch noch ein paar Tage. So, ja, das waren die Wochendekos. Jetzt kommen diese ganzen Monatsseiten und da können wir relativ schnell durchblättern. Die habe ich nämlich alle nicht benutzt. Zum einen bin ich erst ziemlich spät darauf aufmerksam geworden, dass es hier Monatsübersichten gibt. Ich hatte das ja schon mehrfach angemerkt, dass ich das ein bisschen unglücklich finde, die eigentlich Ende eines Planers zu setzen. Deswegen habe ich die nicht genutzt, weil, ja, wie gesagt, ich fand es irgendwie nicht praktikabel für mich. Ich habe es zweimal getestet. Irgendwann kommt eine Monatsübersicht, die ich benutzt habe, oder sogar zwei. Ja, hier habe ich zumindest schon mal meinen Geburtstag markiert, habe aber hier nichts eingetragen. Ja, die To-Do-List mal hier ausgefüllt. Dann hier, gut, habe ich so sporadisch was eingetragen, weil da hatte ich tatsächlich Urlaub und habe mal versucht, diese Monatsübersicht zu nutzen, aber habe eigentlich festgestellt, dass, ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach ungünstig. Habe dann hier nochmal einen Anlauf genommen und habe es dann aber sein lassen. Ich bin mit diesen Monatsübersichten da hinten im Kalender nicht klargekommen, gebe ich ehrlich zu. Deswegen sind die jetzt alle auch leer geblieben. Es ist schade drum eigentlich, aber naja. So, was ich dann aber noch genutzt habe, ist dieser eine, einen Habit-Tracker, den habe ich für August jetzt mal benutzt. Den fand ich tatsächlich sehr gut, allerdings fand ich es schade, dass nur einer drin war. Das Jahr hat halt 12 Monate und nicht nur einen, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese Seite, die ja in dem neuen Jolie-Planner auch drin ist, dass ich mir die vielleicht kopiere und in mein neues Bullet Journal irgendwie übertrage, weil ich den Tracker an sich ganz gut finde. Ja, hier gibt es dann so einen Future Log schon für 23, den benutze ich aber nicht, weil ich ja jetzt schon im Bullet Journal einen Future Log angelegt habe.
Und dann habe ich alles nicht genutzt. Deswegen ist so ein Bucho-Kalender, der vorgedruckt ist, finde ich immer so ein bisschen schade, weil es irgendwie dann, ja, mir tut es immer ein bisschen weh, wenn ich einen Kalender habe und den ich jede Seite nutze. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber mir tut es wirklich immer so ein bisschen in der Seele weh. Deswegen nutze ich eigentlich ungern vorgedruckte Kalender, weil ich immer den Anspruch habe, den auch komplett zu nutzen, jede Seite zu nutzen. Und wenn ich das dann nicht mache, dann bin ich irgendwie mit mir selber unzufrieden. Deswegen sind diese ganzen Seiten hier für mich einfach irgendwie verschwendet. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann, aber ich bin damit selber unzufrieden, wenn die Seiten leer sind. Ja, hier habe ich jetzt mal eine Bucketlist gefüllt. Da ging es eigentlich dann so um den Urlaub. Auch das hier, Self-Care-List. Ich finde die wunderschön gestaltet, aber ich habe sie nicht genutzt. Diese Buchliste fand ich viel zu klein, um da wirklich einen Buchtitel, der teilweise ja auch ein bisschen länger ist, reinzuschreiben. Habe ich auch nicht gemacht. Hier habe ich zwar Movies und Serien eingetragen, aber auch nicht alle. Also da fehlen bei Weitem noch sehr viele. Ja, Presents und Wishlist habe ich ausgelassen. Was ich jetzt noch genutzt habe, sind die Notizseiten. Einmal habe ich mir Anti-Stress-Tipps aufgeschrieben gegen zu viel Mental Load. Die fand ich sehr gut. Habe ich auch gepostet auf Instagram. War ich total überrascht. Hat total viele Klicks bekommen. Ja, ich muss mir das selber immer mal wieder in Erinnerung rufen. Deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben. Vielleicht übernehme ich das sogar in mein neues Bullet Journal, weil ich immer mal wieder dazu neige, wenn dann viel ansteht und viele Termine und dies und das, dass ich dann all das hier nicht mehr befolge und in so ein, ja, in so eine ungute, in so eine ungute Hetze reinkomme und ich dann nicht den richtigen Zeitpunkt erwische, um mir selber diesen Stress zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Auf alle Fälle finde ich das immer gut, wenn man sich das immer und immer wieder in Erinnerung ruft, weil es gibt wirklich ein paar Tipps, die man einfach einhalten kann, wenn einem alles zu viel wird. Und ja, deswegen finde ich die Liste sehr gut, werde ich mit Sicherheit übernehmen. Das hier war dann mein Contentplan. Klingt so abgehoben, aber ich habe mir dann tatsächlich irgendwann aufgeschrieben, welche Videos ich noch machen möchte. Dann mussten ja die Adventskalender-Videos auch ein bisschen geplant werden und ich wollte auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, nicht immer nur Wochendekos, weil nicht jeder schaut gerne Wochendekos und deswegen habe ich mir da so einen kleinen Plan erstellt. Ja, habe ich, glaube ich, auch alles ziemlich gut erfüllt. Und hier habe ich dann eine Schulung über meinen Arbeitgeber. Also ich wurde gefragt, was ich denn gerne für eine Schulung haben möchte. Und dann habe ich mir was eben überlegt für auch gegen Stress, Mental Load und so. Positives Mindset hieß die Schulung. Und die ging ja 5 Wochen. Hat gestartet mit einem ganztägigen Workshop und hat geendet mit einem ganztägigen Workshop. Und dazwischen hat man jede Woche in einer kleinen Gruppe so Wochenaufgaben bekommen. Und da habe ich mir dann einfach im Laufe dieser 5 Wochen immer wieder was rausgeschrieben. Ja, das will ich euch jetzt nicht alles vorlesen, aber ich fand die Schulung oder diesen Workshop sehr, sehr gut. Paar Sprüche habe ich mir rausgeschrieben. Warte nicht darauf, dass dich Menschen anlächeln, zeige ihnen, wie es geht. Fand ich total klasse. Und da ging es erstmal um die Begriffserklärung, was ist positives Mindset, was stellt das dar und so weiter. Und ein Spruch war dann auch, wenn du deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge, die du siehst. Und es stimmt auch. Es ist wirklich ein Unterschied, wenn man jetzt ein halbvolles Glas hat, ob man sagt, oh, es ist ja nur noch die Hälfte drin. Oder ob man sagt, oh, ich habe ja noch die Hälfte davon. Also es ist wirklich einfach eine Einstellung, auch eine Haltung. Und die kann man tatsächlich auch trainieren. Also das war im September. Ich fand die, wie gesagt, sehr gut. Es gab dann eben immer verschiedene Wochenaufgaben, die man machen musste. Und ja, zum Beispiel eine Aufgabe war, erstellen Sie eine Liste mit motivierenden Wörtern und Sätzen. Dann war
eine Aufgabe, das Kultivieren positiver Emotionen. Dann war eine Aufgabe, Menschen anzuschreiben, also Kollegen, Freunde, Familie, und sie zu bitten, einen selber mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben. Also die Kollegen, Freunde und Familie mussten mich mit zwei, drei Sätzen beschreiben, was sie an mir schätzen und was sie an mir mögen, so Charaktereigenschaften. Und es war sehr, ja, aufschlussreich und hat auch natürlich gut getan, so Worte zu bekommen, so Sätze. Und ich glaube, das ist auch mitunter ein Teil, warum ich YouTube so gerne mag, weil, also ich kann jetzt nur für euch als Community sprechen. Es gibt natürlich sicherlich auch andere größere YouTuber, die viel Hate bekommen in den Kommentaren. Aber das ist bei mir ja jetzt eigentlich nicht der Fall. Ich bekomme eigentlich selten böse oder herablassende oder ja, Kommentare, die einfach wenig wertschätzend sind, sondern im Gegenteil. Und das ist einfach sehr schön und deswegen glaube ich, mache ich auch so gerne Videos, weil einfach der Austausch mit euch immer sehr wertschätzend und sehr nett ist und ja, mir das natürlich auch irgendwo gut tut. Ja, dann gab es noch eine Aufgabe, ein Dankbarkeitstagebuch für mindestens 10 Tage zu führen mit den Fragen, was hat mir heute Freude bereitet, wo habe ich mich lebendig gefühlt, wofür und wem kann ich dankbar sein. Welche Stärken konnte ich heute ausleben? Und auch das ist mir wieder nicht gelungen. Ich habe es schon, ich weiß nicht, wie oft versucht, so ein Dankbarkeitstagebuch in meinem Leben zu etablieren. Bestimmt einige Male, seit ich Planning und Kalender führe. Aber ich habe es nie geschafft. Ich halte das 2, 3 Tage durch und dann ist es einfach, ja, schaffe ich es einfach nicht mehr. Ja, dann eine Übung war, dass man einfach sich selber beschreiben soll in 10 Jahren. Man soll sich einfach so vor sich hin träumen. Was stellt man sich vor? Was würde man sich wünschen? So die beste, das Allerbeste, was einem passieren kann. Und da soll man einfach wild vor sich hin träumen. Auch das habe ich gemacht. Dann wurde die WHOOP-Methode vorgestellt. Das ist eine Methode, wo man in 4 Schritten eigentlich zu seinem Wunschziel kommt. Und so mit dieser WHOOP-Methode kann man eben quasi seinen Herzenswunsch Stück weit ein bisschen näher kommen. Ja, genau. Und das war es. Dann war der Kalender zu Ende. Die Notizzeiten habe ich ganz gut genutzt, muss ich sagen. Und auch sonst habe ich den Kalender sehr gerne benutzt, auch wenn es mich wirklich triggert, dass hier hinten so viele leere Monatszeiten sind. Ja, das war 2022 und jetzt möchte ich noch ein paar Fragen beantworten. Ja, was habe ich 2022 noch benutzt, also außer meinem Kalender? Und da kann ich euch diesen hier zeigen. Das ist ja mein Tagebuch-Journaling-Kalender. Den habe ich, da habe ich ein komplettes Heft jetzt voll gemacht. Zeige ich euch jetzt nicht, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Flip-Through, aber das ist doch teilweise sehr persönlich, deswegen will ich es euch jetzt nicht so direkt zeigen. Teilweise habe ich hier aber auch einfach nur Bestellungen verbastelt oder irgendwelche Gedanken oder so aufgeschrieben, aber da habe ich ein Heft komplett voll gemacht. Ja, was war eine Neuentdeckung? Kann ich euch natürlich auf jeden Fall mein Junk-Journal zeigen. Ich habe das Thema Junk Journal bzw. Altered Book ja komplett für mich neu entdeckt 2022. Habe mir ja dann dieses Buch hier selber erstellt. Dazu gibt es ja auch diverse Videos. Und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe Junk Journaling. Ich habe das wirklich, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich dachte mir immer, ja, warum soll ich denn irgendwelche alten Sachen irgendwo einkleben? Was bringt mir das denn? Aber ich habe festgestellt, dass es mir einfach ganz, ganz viel Freude bringt und ja, bin total happy damit und habe das Buch, ich würde mal sagen, halb gefüllt.
Ich habe noch etwas geplant, deswegen habe ich hier hinten noch so viel frei, weil da möchte ich was ganz Spezielles machen. Und dazu wollte ich eigentlich auch gerne ein Video machen, da bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Ich wollte das eigentlich noch in der Vorweihnachtszeit machen, aber das schaffe ich nicht mehr. Deswegen wird es, schätze ich mal, im Laufe des Januars ein Junk-Journal-Video geben, wo ich diese Sache ausprobiere, die ich gerne machen möchte. Ja, und wie gesagt, großer Spaß und große Neuentdeckung von mir 2022 macht mir riesen, riesen Spaß. Über dieses Buch werde ich einen Flip-Through machen, wenn es voll ist. Ja, da kommt es dann irgendwann mal. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Genau, das war meine Neuentdeckung. Ja, Favoriten. Favoriten 2022 habe ich tatsächlich auch. Und ich muss sagen, es sind auf jeden Fall die Tapes von London Gifties. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt davon besitze. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert von diesen Tapes. Ich war so gehypt über diese schönen Motive und ich habe dort ja jetzt mittlerweile mehrfach bestellt. Und ups, ich zeige euch die jetzt nicht alle, aber es sind doch einige geworden. Und das war auf jeden Fall eine große, ja, Neuentdeckung. Sowohl Neuentdeckung als auch Favorit für das Jahr 2022. Die nächste Frage ist, was hast du zuletzt gekauft? Und zuletzt gekauft habe ich etwas in der Black Week, und zwar diesen Labeldrucker. Ich habe ihn euch in irgendeinem Video schon mal kurz vorgestellt. Man kann mit diesem Labeldrucker kleine Sticker ausdrucken. Also es ist im Endeffekt eine kleine Beschriftungsmaschine. Und ich habe jetzt mal, weil man macht es über ein Handy, also man verbindet das Handy mit dem Drucker und kann dann über eine App ja, Text eingeben. Ich habe jetzt einfach mal das Wort Januar eingegeben. Das kann man sich dann ausdrucken lassen. Es gibt, ich weiß gar nicht, so 10 oder 15 verschiedene Schriftarten. Und man kann auch hier über diese Taste einfach nur das Datum ausdrucken. Es kommt dann hier so raus. Ich kann mal kurz öffnen. So sieht das aus. Also da ist eine kleine Rolle drin mit so einem Etikettenband. Und dann über Bluetooth kann man dann eben den Text oder auch Sticker eingeben. Und wenn man dann hier runter drückt, dann wird das sozusagen abgeschnitten. Ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Motive. Also ich habe jetzt hier mal einmal nur das Datum ausgedruckt. Das sieht dann so aus. Schauen, ob man es sieht. Das ist das Datum. Ups. Und wenn man einen, ja, gibt auch verschiedene Stickervorlagen, Stickermotive, das sieht dann halt so aus. Also der Sticker oder das Etikett ist nie größer wie diese Breite, aber man kann die Schrift halt kleiner machen. Das geht jetzt schon. Ja, habe ich mir gekauft über die Black Week mit Rabatt. Finde ich sehr cute, sowohl vom Design. Die Handhabung ist sehr einfach. Ich mag das, dass es aussieht wie eine kleine Schreibmaschine. Und ich mag auch die Sticker, die es ausdruckt. Finde die sehr schön. Ja, über diese Taste kann man, glaube ich, auch noch eigene Vorlagen oder so erstellen. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber muss ich mal machen. So, zu guter Letzt die letzte Frage: Was sind deine Pläne für 2023? Oder wie geht es 2023 weiter? Und ja, haben ja schon einige mitbekommen. Ich habe ja auch schon ein paar Wochendekos darin gemacht. Ich plane 2023 auf jeden Fall in diesem Weeks. Für diesen Weeks habe ich mir auch noch einen Cover bestellt. Allerdings ist das eine Pre-Order und die kommt erst irgendwann im Laufe des Januars.
Ich habe lange überlegt, was ich möchte, weil ich wollte weder ein rotes Cover, noch ein weißes Cover, noch ein schwarzes Cover. Und weil ich einfach so eine große schwarze Fläche beziehungsweise so eine große weiße und auch so eine große rote als Kalender oder als Cover nicht so meins ist. Ich bin gespannt, ob die Farbe, für die ich mich nun entschieden habe, ob die zu diesem Cover überhaupt passt. Es ist halt ein bisschen, dieses Rot ist halt schon sehr dominant. Und ich hatte lange überlegt, welche Farbe ich nehme. Also in Frage gekommen wäre für mich so ein bisschen beige. Dann so khaki-grün hätte ich noch ganz gut gefunden. Und ja, mal schauen. Also ich kann euch verraten, was es für ein Cover geworden ist. Ich habe mich für ein Motherm-Cover entschieden. Mir haben schon ganz viele oder ganz oft Zuschauerinnen in den Kommentaren Motherm empfohlen. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe mir ein paar YouTube-Videos auch angeschaut, Unboxings und so weiter. Und ich muss sagen, diese Cover gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir jetzt ein Motherm-Cover für diesen Weeks bestellt. Wie gesagt, es ist eine Pre-Order. Die kommt irgendwann im Laufe des Januars. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja. Dann bekommt dieser Weeks hier noch eine Hülle, wie gesagt. Ansonsten habe ich ja für nächstes Jahr den hier. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn benutzen werde. Ich habe irgendwie wieder Lust auf was Neues. Ich liebe diesen Kalender zwar nach wie vor, also die Aufteilung und so weiter. Aber ich habe irgendwie Lust mal wieder auf was Neues. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich benutze. Ich habe ihn jetzt mal hier als Backup. Ich habe ihn in diesem Jahr ja auch erst ab Februar benutzt und vielleicht packt es mich plötzlich und ich will wieder zurück in den Jolie-Planner. Deswegen habe ich den jetzt mal hier. Den hatte ich mir ja auch schon im September gekauft. Und dann, ihr wisst es alle, habe ich es wieder getan. Ich habe mir ein Bullet Journal gekauft. Auch das habt ihr gesehen. Ich habe ja auch ein Setup dazu gedreht. Das ist jetzt zu so dick, weil ich hier diese ganzen Frau Bieber Sticker drin habe, diese Monatssticker. Deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen gepresst aus. Ja, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich wirklich das ganze Jahr in dem Bullet Journal sein werde. Ich muss es jetzt ausprobieren ab Januar, wie ich mich damit fühle. In diesem Jahr hat das Bullet Journaling für mich ja nur 2 Monate lang funktioniert. Ich habe ja dann im Februar, Mitte Februar aufgehört, also eigentlich waren es nur 1,5 Monate. Davor war ich allerdings 4 Jahre, also ab 2016 oder 2017, glaube ich, habe ich durchgängig Bullet Journaling gemacht, also sogar länger. Es waren dann eigentlich 5 Jahre, ja, ungefähr 5 Jahre durchgehend Bullet Journal. Aber ich wollte jetzt einfach 2022 was Neues und ja, wir werden sehen. Ich werde auf alle Fälle mit dem Bullet Journal anfangen. Ich werde jetzt dann die Monatsübersicht für Januar machen. Vielleicht mache ich dazu sogar auch ein Video und nehme euch mit. Aber momentan bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Also ich bin total überzeugt mit dem Weeks, dass ich da auf alle Fälle jetzt drin planen möchte. Mit dem Bullet Journal weiß ich noch nicht so hundertprozentig, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden sehen. Also hier, den habe ich euch ja vor kurzem erst gezeigt. Ich habe jetzt die Monatsübersicht für Dezember so gut wie fertig geplant, bisschen dekoriert und auch die Wochen. Das war ja die erste Woche, da gibt es sogar ein Video dazu. Und dann, das war die zweite Woche, die dritte. Und dann die Weihnachtswoche. Und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich wohl im Wix. Ich mag das Format sehr gerne. Und ja, auch sogar, dass es etwas weniger Platz zum Dekorieren bietet. Ich finde es eine gute Mischung aus Kalender und so ein bisschen Journaling-Platz. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, ich freue mich drauf, den weiterhin zu benutzen. Und mit dem Bullet Journal
Ja, werde ich auf jeden Fall anfangen und dann mal schauen, was das Jahr bringt. Eigentlich bin ich ja immer gern ein ganzes Jahr in einem Planer, deswegen möchte ich ungern wieder vom Bullet Journal dann auf was anderes wechseln. Aber ich bin mir noch immer nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, und ansonsten YouTube-technisch möchte ich eigentlich auch weiterhin Videos machen. Ich muss schauen, wie ich es schaffe, zeitlich und so. Ich habe ja jetzt in den vergangenen Monaten ziemlich regelmäßig immer zwei Videos hochgeladen, Samstag, Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich das so beibehalten kann. Aber ich werde zumindest versuchen, ein Video die Woche zu machen und das dann entweder Samstag oder Sonntag hochzuladen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt soweit. Was es noch zu sagen gibt, das morgige Türchen findet ihr bei Sahneklecks. Also schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr irgendein Türchen nicht geschafft habt zu gucken. Es gibt eine Playlist und die verlinke ich euch in der Infobox. Und dann könnt ihr ja vielleicht in den Weihnachtstagen, wenn es ein bisschen ruhiger ist, auch ein paar Videos nachholen. Ich hoffe, euch gefällt der Adventskalender. Ich muss sagen, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich habe bis heute wirklich jeden Tag jedes Türchen gesehen. Und ich finde es schade, dass jetzt nur noch vier Türchen übrig sind, dass dann der Adventskalender endet und es nicht mehr jeden Tag irgendwo ein Planer-Video geben wird. Aber so ist das. Ich fand die Videos sehr abwechslungsreich. Mir haben die wirklich alle sehr gut gefallen. Auch die unterschiedlichen Planungssysteme und ja, einfach zu sehen, wie andere planen, wie andere dekorieren, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Endspurt bis zum Heiligen Abend. Hoffentlich nicht mehr so viel Stress und dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird bei euch und ja, dass ihr die letzten Tage bis Heiligabend noch genießen könnt. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder am Heiligabend. Da habe ich dann nämlich noch ein Video für euch, in dem ich meine Weihnachtswoche plane oder dekoriere. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss!